Leberregeneration. Diese Studien zeigen Unfassbares. In diesem Video erkläre ich dir genau, was die Leber herstellt in deinem Körper, was bei Versagen eintritt und welche Stoffe hier in randomisierten Humanstudien absolut verblüffende Ergebnisse liefern. Lass noch schnell einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig für meine Mühe, und schreibt mir sehr gerne eure Videowünsche in die Kommentarleiste. Ja? Ich lese wirklich jeden Kommentar. Los geht's. Zunächst müssen wir verstehen, wozu die Leber da ist und was so fatal ist, wenn sie nicht mehr da ist. Das Gewebe der Leber besteht aus vielen kleinen Läppchen, die aus Leberzellen aufgebaut sind. Zwischen den Leberzellen befinden sich zahlreiche Gefäße, in denen Blut und Gallenflüssigkeit fließen. Über die Pfortader, die das Blut aus dem Verdauungsorgan sammelt, gelangen Nährstoffe, Medikamente und auch Gifte in die Leber. Hier werden die Substanzen verarbeitet, gespeichert, umgebaut und entgiftet. An das Blut abgegeben oder über den Darm und dementsprechend auch den Urin später wieder in die Niere ausgeschieden. Die Leber kann auf diesem Weg zum Beispiel Blut von Alkohol entgiften und Medikamente, Abbauprodukte entsorgen. Außerdem stellt die Leber mit Hilfe von Vitamin K Eiweiße her, die für die Blutgerinnung wichtig sind. Sie ist auch eines der Organe, die alte oder beschädigte Blutzellen abbauen kann. Die Leber spielt bei allen Stoffwechselprozessen eine entscheidende Rolle. Beim Fettstoffwechsel bauen die Leberzellen Fette ab und erzeugen damit Energie. Die Hauptenergiequelle ist die Fettoxidation für die Leber. Auch wenn sie mit Kohlenhydraten hantiert, nutzt sie aber selbst diese nicht. Außerdem produziert sie pro Tag ca. 800 bis 1000 Milliliter Galle. Die Galle hilft dabei, Fette zu spalten und aufzunehmen. Beim Kohlenhydratstoffwechsel sorgt die Leber unter anderem dafür, dass der Blutzucker im Blut, das heißt die Blutglucose, konstant bleibt. Steigt der Blutzuckerspiegel im Blut, beispielsweise nach einer Mahlzeit, nimmt die Leber den Zucker über die Pfortader auf und speichert ihn als Glykogen. Auch beim Eiweißstoffwechsel ist die Leber wichtig. Die Leberzellen wandeln Aminosäuren aus der Nahrung so um, dass aus ihnen Energie gewonnen werden kann im Notfall oder dass aus ihnen Kohlenhydrate oder Fette hergestellt werden können. Dabei entsteht giftiges Ammoniak. Dies bauen die Leberzellen zu dem viel ungiftigeren Harnstoff um und geben ihn dann dementsprechend an das Blut ab. Der Harnstoff gelangt zur Niere und wird über den Urin ausgeschieden. Daher ist es wichtig, dass man diese gut pflegt, denn bei einem Leberversagen gibt es kaum noch Hoffnung für den Menschen. Bei einem Nierenversagen gibt es immer noch die Dialyse oder beim Lungenversagen wird intubiert und so weiter. Bei einem Leberversagen gibt es leider kaum Möglichkeiten. Ja? Wissen wollen wir aber in randomisierten Studien, ob es tatsächlich Stoffe gibt, die einen Einfluss haben auf die Leberregeneration. Tatsächlich ist die Leber von Natur aus ein Organ, welches sich relativ gut regenerieren könnte, wenn man ihr die Bedingungen dazu gibt. Das heißt, die wichtigsten Bausteine, um neue Zellen und gesunde Zellen aufzubauen. Die klären wir jetzt in diesem Video. In einer randomisierten Studie mit 25 Probanden, die sich einer Lebertransplantation unterzogen haben, wurde der Verzehr von BCAAs, also drei Aminosäuren, getestet. Leucin, Isoleucin und Valin. Die Studie ging über 4 Wochen und es wurden 27 Gramm gegeben. Diese Kalorien wurden aber subtrahiert von den Gesamtkalorien, damit es passt mit der Placebo-Gruppe, ganz wichtig. So, diese Parameter sind statistisch signifikant gestiegen und wir schauen uns zunächst an, was diese Aussage über die Lebergesundheit quasi von, in sich hat. Der erste Wert ist der BTR. Das bedeutet BCAA, also die drei Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, zu Tyrosin, also eine weitere Aminosäure, und diese im Verhältnis. Herrscht ein niedriges Verhältnis dieser Aminosäuren, ist dies ein Indikator für eine Lebererkrankung, so wie möglich auch Krebs. Ja? Wir schauen uns die Werte an und dieser ist statistisch signifikant gestiegen in der BCAA-Gruppe, nicht in der Placebo-Gruppe. Gut für die Leber. Der nächste Wert war RBP, also Retinol, also Vitamin A-bindendes Protein, die Abkürzung. Denn dieses wird in der Leber gebildet. Wird mehr gebildet, ist die Funktion der Leber offensichtlich besser, solange es in der normalen Range alles bleibt. Denn Vitamin A ist fettlöslich und kann nicht im wässrigen Blut anders bewegt werden. Auch dieses ist in der BCAA-Gruppe statistisch signifikant gestiegen. Zunächst noch das A
Prothrombin, ja, ist ein Protein, welches ebenfalls in der Leber gebildet wird und für die Gerinnung zuständig ist im Körper. Ebenfalls ein Marker für die Leberfunktion. Auch das hat sich verbessert. Hier sehen wir das nochmal im Graphen dargestellt, ja, diese enormen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, BCA-Gabe oder keine BCA-Placebo. Die Werte haben sich teilweise in bestimmten Wochen fast verdoppelt. Dann wurde noch die nicht proteinogene respiratorischer Quotient quasi gemessen oder bestimmt. Genau genommen heißt es, wie gut die Leber Fette und Kohlenhydrate oxidieren kann, also Energie generieren kann daraus. Ein wichtiger Marker für die Lebergesundheit. Wir sehen hier, dass dieser statistisch signifikant nur in der BCA-Gruppe gestiegen ist und nicht in der Placebo-Gruppe. Und hier auch nochmal visuell dargestellt für euch. So, da es eine kleine Studie war mit 25 Teilnehmern, da haben wir noch eine zweite quasi gesucht, ja, BCAAs und der Lebergesundheit. Dann gab es noch diese randomisierte Studie zur Leberregeneration durch BCAAs, also den Aminosäuren wieder, nach einer Leberembolie. Auch hier, in diesem Fall wurde bestätigt, dass es die Regeneration verbesserte und das in einigen Teilen signifikant. Das funktionierende Lebervolumina nahm statistisch signifikant zu in der BCAA-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Genau genommen wurde das funktionelle Lebervolumen von 36% auf 58% erhöht, was mehr als statistisch signifikant war, ja? Doch was ist der Grund dafür? Da der BCAA-Anteil in der Leber sehr, sehr hoch ist, könnte es sozusagen damit erklären sein, dass diese als Bausteine dienen für das Lebergewebe. Denn wie wir wissen, besteht die Leber so gut wie nur aus Proteinen, die aus Aminosäuren aufgebaut sind. Am häufigsten kommt übrigens die Aminosäure Glutaminsäure in der Leber vor. Der Prozess der Proteinbiosynthese ist ein Prozess, wo Proteinstrukturen neu aufgebaut werden. Dieser spielt eine besondere Rolle bei dem Aufbau von Strukturen, die vor allem aus Proteinen bestehen, wie Muskeln, aber eben auch Organen wie der Leber. Leucin ist eine Aminosäure von den drei Aminosäuren, die man BCAAs nennt, neben Isoleucin und Valin. In Anbetracht der Tatsache, dass nichts so stark wie die Blutkonzentration von den Aminosäuren Leucin, ja, die Proteinbiosynthese triggert, das heißt den Aufbau von neuen Proteinstrukturen, wird klar, dass BCAAs nicht nur als Baustein fungieren für neues Proteingewebe, sondern auch für den Prozess der Proteinbiosynthese, also den Aufbau von neuen Proteinstrukturen, erst den Startschuss geben. Diese Schwelle wird oft nicht über die Nahrung suffizient gedeckt, sodass erst die Supplementation dazu geführt hat, dass die Schwelle der benötigten Menge von BCAAs oder besonders Leucin erreicht wurde und die Regeneration losstarten konnte. Normale BCAAs werden oft aus Entenfedern hergestellt und schmecken absolut desaströs und fürchterlich. Ich nutze hier natürliche BCAAs aus Fermentation von Mais, verlinke ich euch sehr gerne auch unten. Dann gibt es noch eine andere interessante Stoffgruppe, die ebenfalls erstaunliche Ergebnisse in randomisierten Humanstudien lieferte in Bezug zur Leberregeneration. Es geht hier um die Omega-3-Fettsäuren. Und nein, Leinöl ist damit nicht gemeint. Ja. In dieser Studie wurde diese per Infusion gegeben oder eine Lösung, wo etwas Glucose enthalten war, als Placebo quasi. Die Gruppen unterschieden sich nicht statistisch signifikant. Das ist ganz wichtig, damit sie vergleichbar sind. Was den Omega-3-Fettsäuren immer nachgesagt wird, dass sie Entzündungen hemmen. Und genau dies wurde hier statistisch signifikant in der Omega-3-Gruppe gemessen im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Dann ist das Albumin wichtig, welches in der Leber gebildet wird. Denn es fungiert als Transporter für wasserunlösliche Stoffe. Das ist ein Protein. Ja, und enthält den kolloidosmotischen Druck im Blut aufrecht, was auch sehr, sehr wichtig ist. Dieser ist statistisch signifikant gestiegen in der Omega-3-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe, was sehr wichtig ist für die Funktionslage der Leber. Das gleiche gilt auch für den Marker ALT, Alanin-Aminotransferase, ein Enzym, welches sich normal in den Leberzellen befindet und nur bei Verletzung der Leber erhöht ist, durch Austritt ins Blut quasi, ja. Dieser sank statistisch signifikant in der Gruppe, die Omega-3 bekam und ähnlich der AST-Wert, also der Aspartat-Aminotransferase-Wert. Nur am letzten Tag zeigte sich dieser Wert
ein Ausreißer, was aber nach so wenigen Tagen auch einfach mal passieren kann. Zum Schluss schaut man sich noch die Regenerationshäufigkeit der Leber an. In den beiden Gruppen, dort sieht man mit statistischer Signifikanz, dass die Omega-3-Gruppe deutlich besser regenerierte, im Index, ja, wie auch in Prozent hier grün dargestellt. Sehr schön zu sehen. Zum Schluss wurde noch der Wachstumsfaktor der Leberzellen bestimmt. Dort habe ich recherchiert und der Durchschnittswert bei gesunden Erwachsenen liegt bei ca. 1,9 Nanogramm. Wenn wir das mit der Studie vergleichen, dann sieht man, dass die Probanden aus der Omega-3-Gruppe hier die Werte in Pikogramm viel näher dran sind an den 1,9 Nanogramm, ja, was 190 Pikogramm wären, entspricht, ja, dann auch viel, viel näher den Durchschnittswert quasi kommen, ja. Das heißt, Omega-3 führte die Probanden eher zum Normalwert als die Placebo-Gruppe. Dann gab es noch eine weitere randomisierte doppelblinde Studie zum Thema Omega-3 und Leberschädigung bzw. dies zu verhindern mit Omega-3. Die Studie wurde mit 250 Teilnehmern durchgeführt und dieses Präparat wurde benutzt. Es wurde nicht in der Studie erwähnt, welche Omega-3-Fette genutzt wurden, ja. Also habe ich gesucht und gefunden auch das Produkt, ja. Und es wird sogar in Köln hergestellt und es ist tatsächlich wie immer eigentlich immer EPA und DHA enthalten, ja. So. Die Omega-3-Fettsäuren, ja, das sind wirklich die entscheidenden. Kostet aber über 400 Euro und das ist eine Infusion. Ja. Dies kann man natürlich auch oral machen, ja, mit einem unabhängig laborgeprüften Öl mit ausreichend DHA und EPA, ja, das höchstmöglich konzentriert ist, unabhängig laborgeprüft, ja, auf Pestizide, Erreger, Schwermetalle und einen super Totox-Wert hat. Das ist ganz wichtig. Ja. Verlinke ich euch natürlich auch unter dem Video. Das ist die absolute Meisterklasse, die ihr da finden werdet. Ja. Das kann ich euch wirklich absolut ans Herz legen. Ja. Das Einzige, was meinen Qualitätsstandard quasi entspricht, ja. Diese doppelblinde randomisierte Humanstudie kam ebenfalls zu dem Entschluss, die langfristige Verabreichung von Omega-3-Fettsäuren, hier EPA und DHA, hat eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel und die Leberschädigung. Hier gemeint natürlich DHA und EPA. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die Leber ist das wichtigste Organ für Proteine und die Entgiftung und Verdauung im Körper. Bei Verlust ist der Mensch kaum zu retten. In Studien konnte die Gabe von den Omega-3, von den Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, auch als BCAAs bekannt, die Proteinbiosynthese und damit die Regeneration der Leber unterstützen im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das gleiche galt für die Omega-3-Fettsäuren, besonders DHA und EPA, die ebenfalls leberprotektive Eigenschaften gezeigt haben in Bezug auf die Lebergesundheit. Alle Produkte in meinem Qualitätsstandard quasi, ja, die ich in diesem Video hier erwähnt habe und vorkam, habe ich euch selbstverständlich rausgesucht und unter dem Video verlinkt. Auf purazell.de findet ihr übrigens auch noch weitere hochwertige Produkte, ja, die an Qualität nicht zu toppen sind, meines Erachtens im Blick. Ein Blick darauf lohnt sich auf jeden Fall, ja, wenn eure Standards wirklich absolut hier sind in Bezug darauf. Ja. Im nächsten Video dann gibt es weitere tolle Infos. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Und bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support.